Hallo. Wir sind jetzt live. Und heute gucken wir uns mal mehr Mechanismen an. Und ja. Ah, super. So. Was machen wir denn jetzt am geschicktesten? Oh. Alloy. So. So, was machen wir denn jetzt am besten? Oh, ich denke mal die ganzen Upgrades. Ja. Dann den hier noch. Machen wir noch unsere Upgrades hier. So, den noch. Und ah, der funktioniert nicht, okay. Und die habe ich schon, okay. So. Wie heißen Enriched? Enrichment Chamber. Okay, das machen wir dann gleich. Crafter. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So.
Enrichment Chamber. 6. Oh Gott. Enriched. Oh. Circuit. Oh. Glas. So. Enriched. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. And bridge. Patterns. So. Oh, cool. Obsidian und Osmium. Die beiden sollten wir auch noch machen. Osmium. Iron. So. Obsidian. Cage.
Das noch schneller? Egal. Oh, ich habe Enriched Iron genommen und nicht eine normale Iron Beer. So. Das passt. So, was brauchen wir denn hier? Refined. Okay. Enrich. Oh, cool.
So. Hier. Hi. Was geht? Nice. Aber um diese Uhrzeit Kaffee trinken? Was für ein Rezept ist denn das? Oh Gott. So. Wie kriegt man das Rezept? Ach, Obsidian und... Wo habe ich denn Obsidian? Obsidian aus... Ah, okay. Oh, das will ich mir mal angucken. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, ich warte. Ich gucke auch nach unten. Ah, okay.
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ah, guten Tag. So. Ja, ja. Nee, die ganzen die Zutaten brauche ich auch noch alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die dazu schmeißen müssen. Ah, wegen PCB, okay. Boah, ist das Teil nervig. So, bei mir nicht mehr. Ah, bei mir auch nicht mehr. So, kurz mal nach oben. Erst halt mit den Schildkröten versucht. Schildkröten-Eier. Wollen sie nicht. Oh, was hast du jetzt eine Schildkrötenfarm gebaut? Wollen aber nicht. Sind die hier aus den Eiern gekommen? Nein. Ja, das ist das Problem. Alles klar. Du brauchst die Eier, die musst du hier pflanzen, hier müssen sie aufwachsen und dann ist das hier deren Heimatstrand. Alles klar. Genau. Egal, ich bin leicht herangekommen. Oh, wie das? Na, die Dragon Eggs, die inaktiven da, oder was sind? Ach, die kannst du auseinandernehmen, ne? Erst gebastelt, dann wieder auseinandergenommen, wieder gebastelt, auseinandergenommen. Ah. Aber mit normalen Eier. Ja, weil das rückwirkende Rezept ist anders, ne? Da kann man sich die Eier aussuchen. Oh. Cool. Bisschen ruhiger vom Regen. Oh Gott. Ja. Also das heißt, du holst dir da drüben im Botania die Runen und dann musst du die hier alle einzeln platzieren? Ja. Oh, for the fuck's sake. Und das Ganze 17 Mal noch. Und automatisieren kann man das nicht? Glaube ich nicht. Egal. Also allein 17 Mal wäre mir zu nervig bei der Menge. Kann ich mir vorstellen. So, und du platzierst dann einfach nur die Runen jetzt und dann? Dann
müsste das eigentlich. Dann muss ich die Zutaten noch dazugeben und dann kommt der Hammer. Okay. Gott. Jetzt hast du ein Milieu. Ja, und hier in der Mitte musst du halt immer diesen grünen Button wieder hinsetzen. Okay, ja. Kannst du den anheben? Schweinerei. Ich hab ja auch den Ring an. Achso, ich dachte, man muss einen goldenen Apfel essen. Oh Gott. Wirf nochmal. Ja, und das jetzt noch 16 Mal. 16 Mal, genau. Oh, ja, danke schön für die Runen. Die tauchen dann wieder auf, oder was? Ja, die tauchen wieder auf. Oh, cool. Die kann man ja wieder verwenden, das ist ja das Gute daran. Ja. Bis auf den grünen in der Mitte, der kommt nicht wieder. Ja, entspannt. Ja, dann dir ja, noch. Es geht, sagen wir mal so. Ja. Braucht ihr eigentlich noch das Fleisch? Oder habt ihr jetzt genügend? Das Fleisch, das ist glaube ich schon. Also da ist schon fertig. Ah, okay. Das hatte ich gerne noch fertig gemacht, bevor du das Ei gebracht hattest. Oh, wow. Ja. Ja. Ah, schade. Alles gut, du kannst ja dann danach noch. Ja. Nee, weil jetzt habe ich mittlerweile 4000 davon. 4000? Ja, ich habe die Mobfarm auch nur gestern laufen lassen und nicht nachts über noch. Ja. Weil ich nicht wollte, dass sie schon wieder für Serverprobleme sorgt. Ich hatte die, glaube ich, vorher noch gemacht. Die Wagen. Echt? Ja. Ach, verdammt. Also nichts von wegen, die war aus. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mich gestern extra nochmal eingeloggt habe und die ausgemacht habe. Ja, du hattest dich eingeloggt, das ist richtig, aber aus war sie trotzdem nicht. Ach, verdammt. Ja, war schon spät.
Nee, weil ich habe gesehen, dass du die bestimmte Sorte von... Diebling Warlock drin hattest. Ja, genau. Die hab ich mir geholt. Ah, okay. Für das Abyssal Heart oder wie auch immer das heißt? Ja, ja. Okay. Die braucht ihr jetzt auch nicht mehr, ne? Ich hab ja auf das Schwert was drauf und dadurch halt das Ei bekommen. Ah, okay. Capturing oder sowas, ne? Genau. Ja, nice. Capturing 6 halt drauf. Jo. Da geht er ziemlich schnell. Ja, das glaube ich. Okay, dann werde ich mal weitermachen mit Mechanism. Jo, ansonsten, wenn irgendwas ist... Jo, ich melde mich. Genau. Ihr auch, ne? Na klar. Viel Spaß noch. Wie sieht's denn aus bei dir mit Erde? Habe ich 500.000. Okay. Wieso? Ich mach gerade in der Mining-Welt einmal runter und dann wird die Erde weg. Ah, okay, über Refine Store. RF. Ja. Oh Gott. 2,2 Millionen haben wir drin. Mhm. Aber das reicht halt nicht. Oh Gott. Und wenn ihr ein paar Quarry Bees baut? Mal gucken. Weil die können einfach das Zeug abbauen. Ups, oder lass mal den Miner laufen. Ja, ist glaube ich auch einfacher. Okay. Ja. Dann noch viel Spaß. Dir auch. Danke. Coole Sache. Was brauche ich denn für ein Speed-Upgrade? Oh mein Gott. Gerade. Das war ja sowas von klar. Kriege ich denn Mecha Osmium Dirty Osmium das? Gucken. Das kriege ich nämlich nur aus. Okay. Crusher brauche ich.
Pattern. Und dann holen wir uns den Crusher. So, dann holen wir uns noch ein paar Osmium-Bienen. Redstone und Obsidian. Ui! So, dann holen wir die ganzen. Weil das müsste eigentlich schneller gehen. Osmium. So. Alloy.
Diamant. Und den hier. Ultra. Oh. Oh. Cool. Das hat geklappt. Nice. So, womit ernähren sich denn Flachsbienen? Fluchse. Flachs. Okay, nice. Haben wir die auch?
Hoffen wir uns hier keine Sorgen mehr machen um die Points. Obsidian Dust. Okay, hier gehört's rein. Nice. So, der braucht natürlich Refined Blöcke. Sorry. Dann nehmen wir doch mal den hier weg und nehmen... Osmium Kompressor.
Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Dann kann ich hier unten mal gucken. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Cover. So, dann machen wir hier mal einfach einen Exporter rein. Mit Lorpes. Oh. Guck dir das mal an. Oh.
Okay, dann machen wir erstmal den Elite. Hä? Wir die gleich hier fertig machen. So. Osmium. Oh. Vielleicht nicht das. Vielleicht eher das. So, damit haben wir doch einen entspannten Beginn von Mechanism.
Refined. Uns noch die letzten Bienen hier. Und refined. Damit sollten wir einiges bekommen. Und die hier noch. Steel, das brauchen wir.
Was ist das denn? Yellow? Oh ne. Gold? ATM Star, the beginning. Was wollte ich jetzt machen? Ah, Teleportation Course.
So. Hä? Okay. Hä? Wieso?
Okay, passt ja irgendwie. Okay, super. Okay, also.
39,5. Besser. Okay. Oh, Candle. Book. Woher kommen jetzt die Quanta her? With the... Fuck. Okay. Ach, ich will die Cores verzaubern. Aber irgendwie... Irgendwie funktioniert das nicht.
Dankeschön. Ich drehe hier durch. So, dann bekommen wir die langsam alle. Oha. Oh. Thank you.
Oh Gott. Was fehlt denn hier noch? Strigo Higher Binding. Hi. Hast du zufällig Redstone-Bienen und Osmium-Bienen? Gerade hergestellt. Ich hab mal nur geguckt, was ich für eine ganz große Batterie brauche. Oh Gott. Wir sind bei knapp 65 Millionen Gold. Bitte was?
Ich brauche 4095 Ultimate Induction Cells. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen drüber. Ich brauche nur 2 Bienen, den Rest vermehre ich mir dann. Von jeder Sorte. Das wäre lieb, wenn du so welche hast. Ja, ich muss die eben einmal züchten. Oh nein. So. Weil mein einer Reaktor möchte sagt, ich kann nicht mehr produzieren, weil Strom voll. Oh Gott. Und ich habe schon eine Batterie mit knapp 300 TeraFE. Dinger sind echt praktisch, ne? Ja, da in der Truhe sind deine Bienen. Ah, danke. Jo. Nee, die sind für dich. Die kannst du so fertig craften. Ja, ich brauch sowieso mehr. Also ich glaube immer eine ganze Etage Wetter und eine ganze Etage Gold, eine ganze Etage Eisen, eine ganze Etage Osmium. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich übertreib's nicht, ne? Nö. Da müsst ihr... Oh Gott. Müsst ihr auf jeden Fall die Zentrifugen noch irgendwie anders bauen. Wie sollen wir die noch anders bauen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich stapel das Ding bis zur Decke. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich übertreib dich, nein. La 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 la. Ja. Ich bedanke mich. Bitte, bitte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Komm, wie man das ist. Einfach rüberkommen. Jo, mache ich. Danke. Viel Spaß euch. Ciao. So. So. Wir brauchen Endstone gecrushed. Fatmas Intervention. Okay, dann nehmen wir erstmal einfach den normalen. Foliert. Avira Circle, ah. Oh, sogar komplett. Okay. Also, was brauchen wir denn dafür? Thank you.
Okay, also, was brauchte das? Nee. Ach Gott. So. Silver. Gold. Iron. Copper. Endstone. Oh. Müssen wir diese Brush hier brauchen? Okay. Ah, Binding Foliant. So, was brauche ich denn hiervon? Otherworld Ash, das? Okay, dann weiß ich, was ich jetzt mache.
Okay, das reicht mir. Dann bauen wir eben. Verdammt. Lumberby. Eine Green und Yellow. Oh Gott. Das Zeug und bauen wir in das Ganze. Okkultismus. Okkultismus. Ach. So, jetzt wollte ich
Trigor Higher Being. Ist das Gold oder Gelb? Abend. Ja, aber complete. Nice. So, was brauchten wir jetzt noch dafür? Enderperlen und Quarz. Okkultismus. Start Binding Genie Matrix. Okay, nice. Ja, dann machen wir hier mal ein bisschen Okkultismus, weil wir für eine Quest. Und zwar die hier oben, Dimensional Storage Actuator, brauchen wir die Crystal Matrix. Und wir müssen hier auch noch die Pedestal herstellen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Mal gucken, wie gut das Ganze funktioniert, während da unser anderer Genie an Endstone knabbert. Aber ich würde mal eine ganz kurze Pause machen. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Holt euch was zu trinken, essen, was auch immer. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich muss mal eben den Rücken durchstrecken und sowas alles. Und dann sehen wir uns gleich.
Das ist ja immer noch nicht fertig. Alter. Aber irgendwie haben wir hier einen Haufen Quests bekommen. Okkultismus. Jo. Okay. Oh. Und da. Master of Reality. Alter Schwede. Das dauert ewig und 3 Tage, okay. Heilige Kacke. So, was brauchen wir denn hiervon? Die brauchen wir und die. Davon. Ah, direkt, okay. Hi. So.
So ein Distsch. Oh, kann ich direkt die... Okay. Oh. Warum macht er denn? Gnadenlos durchgezimmert, ey. Ups, oh Gott sei Dank. Feeding.
So. Okay. Wie hießen die anderen da? Hier ein bisschen abschauen und kriegen ein paar mehr Bienen rein. So. Oh. Leer, ein bisschen Licht und ein bisschen Gras.
Eis. So, und dann muss das noch alles integriert werden. Oh, nice. Das passt ja. So. Wie sehen meine Lumberbeam aus? Oh. So. Eggs. Nappend. Herauszufinden, welche Bienen ich schon installiert habe. Energized. Und Hellfire. Energized habe ich nur. Okay. Ja, wir beschäftigen uns gerade ein bisschen mit Okkultismus, damit wir ein paar Sachen bekommen. Spirit Fire Enderside. Oh Gott. Okay. Also. Wie machen wir das am geschicktesten? Crafter. Und hier. Das Ganze geht in ein Dispenser rein. Gestellt ist. Hier haben wir einen Importer. French. Chest. Mit
War das suffocated? Ja. Suffocated. Also, wir automatisieren jetzt die Flamme. Dafür nutzen wir hier ein bisschen zusätzliche Tools. Ups. So. Das muss erstmal deaktiviert werden. Ups. Ich weiß, was wir falsch gemacht haben. Wir brauchen einen Dropper. Nice. Okay. Okay, damit haben wir das. Alter, war das nervig. So. Also, was brauchen wir denn für den Pedestal? Autismus? Den. Dreimal Gold und das Evolution. Zwei. Gold. Brauchen wir auch ein paar. Eben fix. Und was brauchen wir noch? Diese Okkultismus Pedestal 2. So. Und welches Ritual ist das? Invasion Spatial Conclusion. Oh, das sollte hier passen. Ah, okay. Eben noch. Bound Book of Calling.
Ja, Freunde, dann stellen wir jetzt die Pedestals her und dann mal gucken, dass wir die Quest hier zweimal Dimensional Storage Actuator abschließen können. Dann sollten wir auch die Masters of the Universe Belohnung bekommen. Mit einem schönen Schwert und ja. Freue ich mich schon drauf. Und das dauert dann wieder 3 Tage und 7 Nächte oder sowas. Können wir mal eben nach den Lumbabien gucken. Zwei. Produzieren jetzt auch für uns Holz. Okay. So, Dim. Hi. Okay, davon haben wir welche. Brauchen wir noch? Batterien. Egg. Okay, 2 Crystal Blazing Bees haben wir. Das können wir eigentlich. Wieso wird eigentlich nichts gefuttert? Okay, dann ist das hier Blazing. Das haben wir gelöscht. So, und unser... Sollten wir hier den ersten fertig haben? Nice. Okay. So. Soul Gem. Srios Higher Binding. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Das können wir eigentlich mittlerweile, glaube ich, schon. Den Master of Undead können wir eigentlich auch schon ordentlich fertigstellen. Bis auf das hier vielleicht. Das könnten wir gleich auch einmal machen. Speed. Eternal Slate. Oh. Eternal Slate. Okay, dann... Machen wir die hier. Stone. Wie viele brauchen wir denn? 1, 2. Können wir craften. Dann können wir das hier alles jetzt weghauen.
Nice. Dann haben wir den. Das ist schon so einer. So, und damit haben wir den 2-Dimensional Storage Actuator fertiggestellt und haben hier auch das Master of the Universe mit einer Ultimate Induction Cell abgeschlossen. So, und dann können wir einen ganzen Haufen ins Inventar verschieben, aber die beiden brauchen wir, damit das hier schön in die Reihe reinpasst. Ja, und so viele Quests haben wir schon. Nice. So. Ich wollte den hier. Wie viele Warden habe ich denn? Die 19.000 sollte reichen. Und habe ich schon einen? Wie heißt das? Wither Kompass. So, da fehlt mir. Blank Slates fehlen mir noch. Und Eternal Slates. So, wir brauchen uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, damit müssten wir dit auch abge... Oh. So. Treat. Cage.
Davon wollen wir auch nochmal 10 Stück herstellen. Cage. Oh. Ja, erstmal reichen. So. Blazing. Ah, ne. Blazing. Slates fehlen ordentlich. Das ist empty. Was brauchen wir denn für eine ACC?
Okay, dann Displacement Room. Slate. Oh, ich habe überhaupt keine Impune Slates. Slate. Slate. Diese Reinforced. So, das haben wir auch durch. Das dauert dann halt ein bisschen. So, der kann auch weg, der kann auch weg. Was können wir denn? Master of Reality, okay, den können wir noch nicht. Den sind wir dabei. Treasure. Ritual of the Forest. Okay. Dragon Soul und Picklechard. Okay, den können wir auch noch nicht. Wir auch noch nicht. Wir auch noch nicht.
Das Einzige, was wir machen könnten, wäre Precision Mechanism. Können wir ja mal herstellen, oder? Das dürfte doch eigentlich gehen. Ja. Einfach mal. Oh. Create. Wir brauchen ein Case Chain Drive. Wie heißen die Teile? Deployer. Deployer. Alter. Wie war das nochmal so? Wir brauchen Cogwheels. Brauchen große Cogwheels. Und wir brauchen so. Okay.
Ja, deswegen habe ich hier 5 Gold Plates mit reingepackt. Oder sollte ich noch mehr nehmen? Ja, genau.
Pipes. Whitelist und needed erstmal. So, dann den. Wie lange läuft der ohne Strom? Okay. Ah. Ist doch wieder Verarsche. Ja, ich mach das jetzt so. Dann läuft das hier jetzt nochmal durch. Dann hier noch mal durch. Oh cool. Das hat nicht geklappt.
Whitelist. Ja, damit haben wir das dann auch automatisiert. Hi. Hi. Ich höre dich nicht übrigens. Jo. Du sagtest, die Warpfliegen ernähren sich von dem, was hier hochsteigt. Genau. Und produzieren das auch. Jo. Ja, mein Reaktor kann ich nicht mehr auf volle Möhre laufen, dass mal irgendwas da hochsteigt. Wir brauchen genug Warps, um diese Pellets hier herzustellen. Diese Antimatter-Dinger. Ja. Zeig mir mal den Reaktor. Der lief schon mit auf 88, aber jetzt hat er irgendwie gesagt, Wasser ist zu gering. Der lief auch gerade schon irgendwie mit. Irgendwie weiter runterschrauben. Also der lief schon höher, aber ich brauche halt das Wasser dafür, damit die das selber produzieren. Hast du auch eine Wasserrückführung für den? Also von der Turbine in den. Wenn ich mir keine abgebaut hat, ja. Das Problem, er kann das nicht loswerden, weil die Batterie voll ist. Moment. Ich habe fast einen Fehler gemacht. Falls du wirklich nur das Waste haben willst, bitteschön. Meinst du, das liegt wirklich daran? Die Turbine hört dann auf zu produzieren. Einfach dampfen. Du darfst nicht den Steam dumpen, sondern du musst den Strom dumpen. Ich muss den Strom dumpen. Genau. Also den Strom von der Turbine musst du dumpen.
den. Na, ich klemme den einfach hier unten runter. Jo. Dann darf ich aber alles, was jetzt gerade Input hat. Momentchen. Das Kabel löschen. Du hast die Trashcan. Warte, ich guck mal. Oh. Halt selber kaufen. Oder einfach da drunter platt. Hast einen Magneten an. Ja, den habe ich gerade wieder weggeschmissen. So, und wenn der hier dann wieder... Ich würde den jetzt einmal eben ausschalten. Damit er voll Wasser hat. Der liefert sonst auf 88. Ja, dann stell mal ein. Ah, jetzt hat er auch wieder genug. Als ob ihn das wirklich so hart juckt. Ja, die Turbine schaltet dann einfach ab und macht nichts mehr. Super. Ja, Batterie oben ist voll. Ja, ich hab, wie heißt das gleich noch, über einen Komparator, der mir anzeigt, wenn die Batterie voll ist und das dann an ein, hier, RF-Tool-Transmitter gegeben und dann über den Receiver hier die Ausgabe, das heißt, wenn die Batterie voll ist, hat der die, Trashcan angesteuert. Ja gut, wir haben trotzdem das Problem, dass wir zu wenig Wars produzieren. Deswegen war das jetzt wegen dem Wars-Bean, weil ich habe welche im System. Ja. Du hast Waste-Bean? Warte. Also Radioactive Waste-Bees. Wars Radioactive Bee. Diese Bee. Ah, ja. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ja, die musst du durch irgendeine Quest bekommen haben. Ja, und du sagtest ja, dass die Wars produzieren. Genau, also die müssen hier drauf und dann die müssen frei sein. Also am besten machst du hier Glas rein und packst sie da rein. Und wo packen sie das Produzierte hin? In ein Beehive. Also da darf kein Simulator-Update rein. Das muss am Ende hier an diese Leitung mit ran. Ja, wenn du mal dir die Wasted Radioactive Comp anguckst. Warte. Ja. Die gibt ihre Ausgabe an den Chemical Oxidizer und den kannst du halt hier ans Rohr anschließen. Müssen die wirklich rumfliegen oder reicht das, wenn sie, weil die dürfen ja nicht Hive haben, sagtest du? Nee, die dürfen keine Simulation haben. Weil die ernähren sich an diesen grünen Partikeln. Ja, hier ist aber Glas drüber, also hier kommen ja keine grünen Partikel hoch. Ja, das Glas musst du wegmachen und dann fliegen die hier drinne rum. Das heißt, das Glas ist dann hier vorne hin. Genau. Oh. Die Behälter sind. Ich muss gerade gucken, ob wie voll die sind. Wände stehen fast vor einer nuklearen Katastrophe hier, aber egal. Aber passiert eh nichts, weil ich habe diesen Strang ausgeschaltet. Das ist der Strang, der von hier rüberkommt, dieses andere Wars, was der hier aus Plutonium Wasser herstellt, Flüssigkeit. Ah, okay. Das ist dieses andere Wars-Price-Kram. Also dieses System hat gut funktioniert. Bislang. Ja, okay, dann... Aber very high kann ich sie alles machen, nur sie dürfen nicht high farmen. Nee, nur keine Simulation. Was ist denn Simulation? Nur kurz selber gucken. Also, wenn du Productive Upgrades, ne? Ja. Dann darfst du bis Beta gehen. Warte mal, wo steht Productive?
Sonst gibt einfach mal Product. Ich hab ja so Bienen gerade drin. Die sind bei mir high, very high, any. Achso, nee, das ist egal. Das Update im Hive. Ach so, das Update im Hive. Genau, da gibt es das ab dem höher als Beta, also Gamma und Omega, die haben beides automatisch Simulationen drin. Und die können sich halt an, dann können die Bienen nichts produzieren. Also ich darf denn da nur Beta reinschreiben. Oh, okay. Genau, und kann man die Bienen vermehren? Das weiß ich nicht. Ich habe die noch in diesem Spawn-Egg. Wäre jetzt mal gut zu wissen. Ja, dann spawn mal. Ich habe Cage. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 3 Bienen. Ja, ich habe genügend. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob die sich vermehren. Das muss ja irgendwo. Ah ne, steht ja bei gar keiner Biene so richtig drin, ob sie sich vermehren können. Außer. Nee, aber die können sich vermehren. Das heißt, das Ding folgt. Ja, ich würde nur nichts zu viele nehmen. Nee. Oh, cool, danke. Ich kann sie mir vermehren. Ja, ich auch. Das ist mega, da kann ich nämlich total viel überschränken und brauche keinen Fission-Reaktor bauen. Oder doch? den Fissen brauchst du nicht. Das hier ist ja nur der. Fissel meine ich. Ist ja. Fission. Ganz groß. Aber ich war erst überlegt, ob ich den ganz groß baue. Und habe ich mir überlegt, wenn das Ding hochgeht. Ja. Nee. Wenn die Bienen mir so viel produzieren, dass das ausreicht. Ich brauche ja nur die Pellets und das Ding muss dauerhaft laufen. Genau, und wenn du genügend Bienen hast, dann kannst du eigentlich das Teil abbauen. Ja gut, der bringt mir trotzdem 3,3 Millionen. Ja, okay. Aber komm mal mit. Wir gehen jetzt hier runter. Und wie viel produzieren die? Aus. 30 Millionen. Der ganz große vom Mechanism macht 44 Millionen. Ja. Und die hier sind sicherer. Ja, eindeutig. Nee, du siehst, wie viele ich davon habe. Ja. Der normale hier drüben, der produziert nur 4. Also ca. 5 mit anderen Flüssigkeit, der da oben macht sogar 6 fast. Es reicht im Umkehrschluss aus. Du hast halt nur diesen ganzen Strang halt daran, um den mit grüner Flüssigkeit zu befüllen. Kann man das auch über Bienen machen? Plutoniumbienen, das da benutzen wir glaube ich kaum noch. Plutonium-Uraniumbienen brauchst du für den hier. Und cool. Die haben wir beide fliegen. Aber mit den Reaktoren kennt sich Tronic halt am besten aus. Ja. Und da soll die riesen Batteriezelle hin. Damit der Strom direkt von denen da rein und dann ins Sound-System übergeleitet wird. Und das soll eure. Oh Mann. Aber das, bis das fertig ist, dauert das. Ja, das glaube ich. Ja, und für den einen Reaktor reichen 24 von den Kästen hier aus. Um den sauber und durchgehend laufen lassen zu können. Und was produzieren die her? Aus Plutonium und Uranium produzieren, jetzt muss ich selber gucken. Veridium oder so, oder? Verium, ja. Das, was der Reaktor hier als Fuel nimmt.
Und dadurch läuft er halt auch so mit knapp 30 Millionen FE Attack. Halt alles über das ME-System angesteuert. Ja. Ist das einfach, also über das Befehlzeug ist halt einfacher. Automatisch befüllen lassen, automatisch craften lassen und der Reaktor läuft. Fertig, ey. Die scheiß Plutoniumbienen herzustellen war schon ätzend. Ja, das geht doch eigentlich. Wenn man Productive Bee noch nicht so richtig gemacht hat. Okay, ja. Und der hier wird die Energie halt nicht los. Aber meine Batterie ist voll, bis die leer ist, dauert das jetzt ein bisschen wieder. Ja. Aber es ist schon so ein Anblick, wenn man hier unten steht und sieht so vier Reaktoren nach oben hoch. Groß hoch. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die explodieren wenigstens nicht. Jo. Das ist das Entspannteste überhaupt. Ja. Und ich hatte ja schon bei mir ein kleines minimales Problem, dass mein Reaktor hochgegangen ist. Zum Glück nur in die Richtung radioaktiv verstrahlt, mehr nicht. Ja, du kannst diese radioaktiven Bienen oder diese Wasted, die bekommst du eigentlich auch nur, wenn radioaktive Bienen in radioaktiver Strahlung sterben. Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich die her habe. Ich dachte, Tronic hatte die Quest eingelöst, aber hat er auch nicht. Ne, ich denke mal wirklich einfach durch irgendeine andere Quest einen random Reward oder so. Ja. Aber wenigstens musste ich dafür nicht die andere Quest opfern. Aber wenn man sie jetzt vermehren kann, ist das doch schon gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist bedeutend entspannter. So, dann werde ich mal wieder zurück. Dir noch viel Spaß. Dankeschön fürs Helfen. Jo, bitte, bitte. Tschüss. Ciao. So. Dann haben wir ja eine Vereinfachung x mal 1000. Bedingt durch die Geschichte von Tronic hier. Blazing Crystal, Lumber Bee. Hier. Dann holen wir eben noch die Blazing. Das ist doch schön. Der kann weg. So. Blazing Crystal. Habe ich auch schon fertig gemacht. So. Und dann müssen wir noch eben unseren Quest Reward anschließen.
an Obtainium Seeds. Okay, fresh. Welches Eck ist denn in der nächste in der Reihenfolge? Blazing, dann kommt Neotik. Okay. Was braucht man denn für die Neotik? Brauchen wir Diamond Spawn Eggs. Blazing Crystal Bees. Okay. Status. Hier. Und hier. Wie viel Blut haben wir denn noch? Life Essence haben wir noch genügend. Das sollte eigentlich reichen. Was haben wir denn nochmal? Okkultismus? Was haben wir denn hier abgeschlossen? Ah, hier, den hier. Mm-hmm.
So. Ich würde mal sagen, ich mache dann jetzt Feierabend. Wir haben wieder gut was geschafft. Und sind echt auf einem sehr guten Weg. Das Einzige, was natürlich jetzt reinhaut wird, sind die Desert Stars. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten hinkriegen. Weil wir brauchen ja jedes Mal von den Stufe 3 15 Stück. Und das sind immer 86.000. Und ja, also beim nächsten Mal, genau wie du gesagt hast, fangen wir an, den Fizzle-Reaktor zu bauen. Dafür haben wir ja jetzt hier das Mechanism gut fertig. Machen wir einen kleinen Teil mit dem Fizzle-Reaktor, damit die Bienen was zum Futtern haben. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie groß der werden muss, damit wir die Sachen produzieren können. Eine Idee, die ich noch hatte, war, wir suchen den, wie heißt das noch? War das Blue Sky? Es gab doch da eine Everday Dimension. Und da könnten wir den Fizzle-Reaktor mit den ganzen Sachen aufbauen. Und dann hätten wir halt immer Tageslicht, wodurch die... Ach, wie heißen sie denn noch? So. Mecha. Nicht dit, auch nicht dit. Everbright, genau. Dit. Da in die Dimension reingehen und die ganzen Sachen für Mechanismen aufbauen. Weil da könnten wir notfalls auch den... Die hier aufbauen, die Solar Neutron Activator und die Brian Tower zum Beispiel auch noch, wenn wir die irgendwie brauchen. Und auch für Lithium und so weiter. Und das sollte das Ganze hart boosten, weil wir dann nicht einen Tag-Nacht-Zyklus haben, sondern immer Tageslicht. Wäre noch so eine Idee, die ich hatte. Aber mal kicken. Also, ja. Damit würde ich das für heute beenden. Wünsche noch einen entspannten Abend, Tag, Nacht, wie auch immer. Einen schönen Abend auf jeden Fall noch und gute Nacht. Und ja, danke fürs Dabeisein. Morgen habe ich wieder um 18.40 Uhr Krankengymnastik. Aber danach werde ich online kommen und dann gucken wir mal einfach, wie lange ich mache. Weil ab Freitag habe ich Urlaub. Ja, also, schönen Abend. Danke. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.